Die Frostnächte im April haben gar manchen Apfelbäumen und Weinreben arg zugesetzt. Doch wie gehen die Bauern jetzt mit diesen Schäden in ihren Kulturen um? Das schauen wir uns heute bei Land und Leben an und wir berichten auch noch über diese Themen. Globuli für Kühe und Co. Wie gut wirken homöopathische Mittel bei Tieren? Lokalaugenschein auf der grünen Wiese. Welche Maschinen braucht der Bauer und welches Futter brauchen gesunde Kühe? Ernteausfälle von bis zu 100% bei den Kirschen, riesige Schäden in den Apfelanlagen, vor allem im Eisacktal und im Finchgau und je nach Lage auch in vielen Weinbergen. Die Frostnächte vom 18. bis 21. April haben innerhalb weniger Stunden die Arbeit vieler, vieler Tage zunichte gemacht. Trotzdem müssen die Bauern weitermachen, auch wenn Teile der Ernte ausfallen werden. Was das genau heißt, das schauen wir uns jetzt vor Ort an. Flurbegehung in einer Kanzi-Anlage auf dem Apfelhochplateau in Natz bei Brixen. Berater und Bauern sind vorbereitet, denn sie wissen, heuer schauen sie meist vergeblich nach Früchten. Also da ist jetzt ein Schaden ca. von 70-90%. Man hat da jetzt natürlich viel Arbeit reingesteckt. Das muss man erst mal verkraften, dass in einer Nacht einfach alles kaputt ist, was man auf dem Baum oben war oder was man ernten kann. Abgefallene Fruchtansätze, verformte und beschädigte Früchte, leere Bäume. Die 5 Hektar, die der Jungbauer bewirtschaftet, sind allesamt betroffen. Dennoch muss er die Arbeiten und Pflanzenschutzmaßnahmen weiterführen, um das Ausbreiten von Krankheiten und explosives Baumwachstum zu verhindern. Das Ziel ist, das Wachstum von den Bäumen so in den Griff zu bekommen, dass sie nicht übermäßig wachsen. Dann die Pflanzenschutzmaßnahmen so zu setzen, dass nächstes Jahr nicht übermäßige Arbeiten durchgeführt werden müssen, hinsichtlich zum Beispiel Mehltau und Schorf. Und die Folgeschäden dann für das nächste Jahr sind, dass man im Endeffekt bei der Ausdünnung sehr extrem vorgehen müssen, dass nicht in Alternanz gehen. Das heißt, dass sie 2019 wieder blühen. Zwei schwere Frostjahre, 1981 und 1991, haben die Bauern noch in Erinnerung. Und auch im letzten Jahr 2016 hat der Frost ein Viertel der Ernte beschädigt. Weil frühe Blüte und Frost laut Statistiken immer häufiger auftreten, haben sich heuer besonders viele Apfelbauern versichert. Über 60% im Eisacktal und über 40% im Finchgau. Der größte Nutzen ist nicht die Versicherung. Ich glaube, wenn man heint unter Anführungszeichen durch die leeren Anlagen gehen muss, dann ist das eigentlich für jeden Bauer eine Katastrophe. Und ich glaube, es war jeden lieber, er würde die Äpfel am Baum sehen und nicht leere Bäume behandeln müssen. Deshalb denkt man auch im Eisacktal an flächendeckende Schutzmaßnahmen wie Frostberegnung, Netzabdeckung oder den Einsatz von Wärmequellen. Investitionen, die gut kalkuliert sein müssen. Und jetzt hofft man oder schaut man einmal, ob man Möglichkeiten hat, hier im Hochplateau eben eine Frostberegnung zu installieren. Aber das ist alles jetzt in die Kinderschuhe noch und muss alles geprüft werden und geschaut werden, ob es eine Möglichkeit für die Zukunft gibt. Im Eisacktal stehen aktuell 830 Hektar Apfelanlagen. Nur 170 Hektar konnten frostberegnet werden. Die heurige Ernte wird etwa um die Hälfte niedriger ausfallen. Ein Schaden mit vielen Folgeschäden. Und natürlich ist das für die Genossenschaft ein großer Schaden, weil dort hängen eigentlich der ganze Betrieb und die Familien, die was dort arbeiten, auch mit drinnen. Weniger Frostschäden beklagen die Weinbauern. Dennoch geben manche Weinberge, etwa in der Umgebung des Klosters Neustift bei Brixen, ein trauriges Bild ab. Man sieht ganz schön, dass die Triebe hier teilweise abgestorben sind. Genau zum Zeitpunkt des Frostes, wo die Temperaturen so tief waren, ist einfach alles verbrannt. Zwar sind mittlerweile wieder neue Triebe nachgewachsen, doch wie sie sich entwickeln werden, ist derzeit nicht absehbar. Momentan ist genau die große Herausforderung, was wir haben, dass man ja nicht nur aufs heurige Jahr und auf die Ernte für 2017 renken muss, sondern dass logischerweise ein Riesenaugenmerk für die Landwirte ist, dass man nächstes Jahr wieder eine normale Ernte sozusagen einfahren kann, ohne weitere Schäden. Wir müssen vor allem auch schauen, dass wir eben die Verdichtungen, was wir haben, weil ja an der Fruchtrute, der Bogrebe, was wir eben umgeschnitten haben, teilweise
keine Augen mehr raustreiben oder keine Triebe mehr zu finden sein, dass wir noch eine Verdichtung im Stockbereich haben. Und dann ist der Aufwand noch ein viel größerer, das eben auch dementsprechend gut zu schützen vor Pilzkrankheiten wie beispielsweise Peronospora, aber genauso gut auch Meltau oder Oidium, was wir eben auch schauen müssen, das in den Griff zu kriegen. Mehr Handarbeit als in anderen Jahren hat auch Stefan Di Sartori, heuer in seinem Weinberg in Tramin. Und haben wir jetzt leider haben wir lange Triebe und kurze Triebe und da also Arbeitsaufwand noch mehr, wie wenn es normal war, weil da muss man auch wieder durchlaufen, anhängen, einstecken und halt. Und es ist ja auch umgefutzt, weil man weiß auch in Anfang noch nicht gewusst, was lässt man stehen, was nicht, was kommt. Und, aber etwas muss man lassen, weil wenn man zwei, drei Triebe lässt, dann explodiert die Reben nicht. Dann ist es halt, das muss man ein bisschen aufteilen. Die Arbeit das ganze Jahr ist mehr, weil man muss langsamer, sehr gezielter, präziser arbeiten, sehr viel aufpassen, dass man gerade jetzt Triebe hinten im Kopfbereich, die was vorhanden sein, nicht anreißt. Von dem her gesehen, Arbeitsaufwand über den ganzen Jahr wird sicherlich einiges auf die Bauern mehr zukommen. Ja. In der Talsenke unterhalb der Kellerei Tramin hat der Frost heuer erstmals stark zugeschlagen. Insgesamt wird jedoch für Südtirols Weinbaugebiete ein Ernteminus von höchstens 8% erwartet. Natürlich gibt es dann Zonen, nicht? Beispiel in Eisacktal oder auch im Unterland, nicht? Wo innerhalb einer Zone dann schon die Ausfälle für den einzelnen Bauer dann auch erheblich sein können. Das heißt, dass das Schadensmaß richtig stark ist. Die Summe aber für die Weinwirtschaft, glaube ich, ist seinem Rolle noch mit einem sehr blauen Auge davonkommen. Nicht? Dennoch wird auch im Weinbau nachgedacht über Hagelnetze und Frostberegnung und andere Alternativen wie austriebverzögernde Mittel und neue Erziehungs- und Schnittmethoden. Viele neue und teure Herausforderungen also für die Bauern. Ja, die Wetterextreme nehmen zu. Hagel, Frost, Überschwemmungen, Dürre, alles Phänomene, die sich auch bei uns immer öfter manifestieren und die Landwirtschaft schädigen. Nicht so stark, aber auch beeinflusst vom Klimawandel ist das Grünland, unsere Wiesen und Weiden, die Basis für das Futter unserer Tiere. Beim Grünland- und Viehwirtschaftstag in Rodeneck ging es zwar eindeutig nicht darum, sondern um die Maschinen, sie waren die große Attraktion. Am Rande der Veranstaltung aber gab es interessanten Nachhilfeunterricht zum Thema gesunde Kühe, nachhaltige Viehwirtschaft und nährstoffreiches Futter. In Scharen sind sie gekommen, die Bauern aus dem Alpenraum, aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, dem Trentino und Südtirol. Laut Veranstalter Bring und Maschinenring an die 6000, vor allem Männer und Buben, um sich die Maschinen und Geräte anzuschauen, im Einsatz auf einem großen Grundstück mit ebenen und steilen Wiesen in Rodeneck. An die 40 Aussteller präsentierten neue Entwicklungen bei den Landmaschinen, die die Bauern zum Mähen, Wenden, Schwaden, Pressen und Aufnehmen von Heu benötigen. Was früher in mühsamer Handarbeit verrichtet wurde, erledigen heute die Maschinen. Großes Interesse galt den Mähmaschinen, die auf steilen Bergwiesen zum Einsatz kommen, darunter auch eine ferngesteuerte Maschine. Viele Modelle mit diversen Ausstattungen und Preisen, von günstig bis sehr teuer. Die Maschinen sind eine große Investition für die Bauern und das wird oft auch sehr unterschätzt. Vor allem eine Mähmaschine, wenn man sagt, da ist nicht sehr viel Technik, kostet über 20.000 Euro. Da muss man sich schon noch fragen, ob das schon Kosten-Nutzen gemacht ist. Aber andererseits, was will man im Berggebiet machen? Auch Landesrat Schuler ließ sich dieses Volksfest der Landwirte und Landmaschinen nicht entgehen. Wenn man sich die Entwicklung der letzten Jahre und Jahrzehnte anschaut, dann muss man feststellen, dass nur mal ein ganz kleiner Prozentsatz der Bevölkerung in der Landwirtschaft tätig ist. Das heißt, die Arbeitskräfte auf den Höfen sind bei weitem nicht mehr die, wie sie früher waren. Das heißt, es braucht Maschinen, um das auszugleichen und damit die Berglandwirtschaft auch überleben kann. Und deshalb wird der Ankauf der Maschinen vom Land gefördert. Je steiler der Huf, desto höher die Förderung, jedoch maximal 30%. Hier muss einfach das Ziel danach sein, dass man die Grundausstattung in erster Linie fördert und dass alles, das nicht unbedingt notwendig ist für einen Einzelnen, dann auch über die Maschinenringe gemacht werden sollte. Und der Bauer hat genauso aufs Grundwasser zu schauen, als auf seine Futterqualität und auf seine Milch. Absolut. Die Verantwortung haben wir. Ja.
Und das hängt eben mit der Düngung zusammen, auch mit dem Pflanzenbestand. Auf einem Nebenschauplatz gelang es dem wortgewaltigen Professor Karl Buchgraber, die Maschinen zu übertönen und das Interesse der Bauern auf die Wiese zu lenken. Pflanzenbestand unterscheidet man. Die Gräser, die Kleearten und die Kräuter. Der Anteil der Gräser soll hoch sein, so 60%, dass man gescheit Futter haben, ja, die Gräser. Dazu noch 20% Kleearten und 20% wertvolle Futterkräuter. So soll der Bauer darauf achten, dass Unter-, Mittel- und Obergräser ausreichend wachsen und vor allem, dass keine Lückigkeit entsteht, etwa durch die Ausbreitung der gemeinen Rispe, eine Folge von zu intensiver Bewirtschaftung. Über die Flächen gehen, immer wieder schauen, wie schauen die Flächen aus. Und dann, wenn Handteller große Löcher entstehen, dann muss ich im Frühjahr oder im Herbst, auch im Herbst, also im Spätsommer, da die dann nachsaaten. Giftige Arten wie Kreuzkraut und Germer und auch die dominanten Platzräuber wie Wiesenkerbel, Ampfer oder Bärenklau gehören zurückgedrängt. Man wird den Wiesenkerbel nicht von heute auf morgen damit verdrängen, aber bei guten Grasbeständen wird dann nach und nach mehr Konkurrenz aufgebaut, sodass man diese Arten dann zurückdrängt. Der Grünlandexperte aus Österreich engagiert sich seit jeher für ein natürliches, aber doch ertragreiches Grünlandmanagement, wo die Tiere vom hofeigenen Futter ernährt werden. Das erfordert ein Umdenken. Wir haben in den letzten Jahrzehnten sicher hier an der Schraube gedreht, immer mehr Leistung. Der Bauer musste auch diese Leistung bringen mit seinen Kühen, sonst hätte er ökonomisch nicht überleben können. Wir sollten eigentlich etwas zurückgehen, die Leistung ein bisschen herunternehmen. Dafür sollte eigentlich der Konsument sagen, okay, dafür bin ich auch bereit, für diese Milch, die im Kreislauf schön produziert worden ist, auch mehr zu zahlen. Und dann ist der Bauer der Letzte, der sagt, ich möchte aber die hohe Leistung. Ja? Aber geht diese Rechnung auf? Diese Rechnung geht auf. Ich bin überzeugt davon, es macht keinen Sinn, die Leistungen einzukaufen, von irgendwoher das Futter zu bringen, Kraftfutter wie auch Grundfutter. Wir haben dann Probleme mit vielen Nährstoffen auf die Fläche. Diese vielen Nährstoffe auf der Fläche können auch Probleme im Grundwasser verursachen und das brauchen wir nicht. Wir sollten eigentlich das, was bei uns wächst, auch dementsprechend veredeln, zu guten Milch und auch zu gutem Fleisch, und das sollte der Konsument auch wertschätzen. Ja, Professor Buchgraber ist ein sehr engagierter Forscher und Verfechter einer naturnahen, kreislauforientierten Berglandwirtschaft und er beobachtet, dass sich da einiges ändert. Ein Wandel ist auch in der Tierbehandlung festzustellen. Immer öfter greifen Bauern und auch manche Tierärzte zu homöopathischen Mitteln, um akute und chronische Störungen und Krankheiten bei Kühen und anderen Haus- und Nutztieren am Hof zu lindern. Auch der Beratungsring Berglandwirtschaft Bring setzt sich dafür ein. Ob und wie die Homöopathie funktioniert und an welche Grenzen sie stößt, das haben wir uns auf einem Hof in Mölten angeschaut. Der Gastreinhof in Mölten, ein idyllisch gelegener Hof mit zwei Ferienwohnungen und einem Stall voll Kälber und Kühen. Zu Besuch heute eine Mitarbeiterin vom Beratungsring für Berglandwirtschaft Bring. Sie begleitet den Viehbauern in Fragen der Tiergesundheit. Nicht als Tierärztin, sondern als Fachfrau mit einer 4-jährigen Ausbildung zur Tierheilpraktikerin. Ich habe nicht damit gerechnet gehabt, dass eigentlich so viele bei uns in Südtirol schon sehr viel Erfahrung mit der Homöopathie gemacht haben und eigentlich auch schon über einen längeren Zeitraum homöopathisch arbeiten. Weil die Kühe öfter gesundheitliche Probleme hatten und das Antibiotika nicht mehr gegriffen hat, probiert auch Bauer Konrad seit längerem homöopathische Mittel aus. Man hat gezeigt, dass sie einfach besser werden, die Kühe, und auch fitter sein, aber dass man in der Richtung einfach weiterarbeitet. Dabei geht es in erster Linie um Vorbeugung durch Stärkung des Immunsystems und des Stoffwechsels der Kühe. Wir haben da 2010 und bis 2012 so ziemliche Probleme gehabt, speziell mit dem Zellgehalt. Jetzt haben wir noch eigentlich die Schulmedizin ziemlich stark hingesetzt und haben noch eigentlich die Erfahrung gemacht, dass das eigentlich nicht wirkt. Und selber hat mir noch eigentlich schon ein bisschen zu denken gegeben, dass das Selbstheilende für der Kühe oder eigentlich überhaupt für ein Lebewesen
eigentlich schon mehr in Betracht gezogen werden. Und da habe ich eigentlich mich ein bisschen informiert für die Homöopathie und haben zusammen eigentlich umgehabt, das ein bisschen hinzusetzen. Mittlerweile hat sich Konrad eine homöopathische Stallapotheke zugelegt. Die Mittel gibt es in Form von Zuckerkügelchen, den sogenannten Globuli, als Tropfen oder Komplexmittel. In einer Sprühflasche mit Wasser vermischt, wird das Heilmittel den Tieren auf das Maul gesprüht. Über die Schleimhäute gelangt es schnell und unkompliziert in den Organismus. Wir haben das echt in die Zehe eingesetzt und das soll praktisch den Widerstand für die Kühe einfach heben, die Abwehrstoffe heben. Und man hat gesehen, dass die Kühe einfach fitter sind geworden, lebendiger und sie haben sich einfach auch mehr bewegt. Und aufgrund von dem haben wir jetzt noch eigentlich allen weitergemacht und mittlerweile tun wir ein bisschen mit Narnika, was nach der Geburt ist, setzen wir auch ein bisschen hin und bei den Kühen und bei den Kälbler. Auch die Kälber, die häufig an Durchfall leiden, reagieren positiv auf die sanften Naturheilmittel. Echinacea, Aconitum, Arnica, Nux vomica sind die wichtigsten Homöopathika gegen Entzündungen. Koliken, Fieber, Schmerzen, die auch in der Behandlung von Menschen wirken, sagen die Befürworter. Skeptiker sprechen im besten Falle von Placebo, denn im Mittel selbst ist der Wirkstoff nicht mehr nachweisbar. Und die Homöopathie wirkt eben über die Lebenskraft. Es ist praktisch, man kann sagen, eine Regulationstherapie, die einen Selbstheilungsimpuls auslöst. Und es ist eben nicht wie in der Schulmedizin das Medikament, das was sozusagen ein Symptom lindert, sondern eigentlich die eigene Kraft. Und was in dir sicher gut tut, ist die Aufmerksamkeit, also selbstverstärkt sicher. Und in der Hinsicht entsteht sicher auch Placebo. Aber das homöopathische Mittel wird trotzdem sich entfalten. Wer sich intensiv mit Homöopathie beschäftigt, kann über eine genaue Diagnose viele Tierkrankheiten gezielt und effektiv behandeln. Eine Studie des renommierten Forschungsinstituts für biologischen Landbau Fibel der Schweiz belegt etwa die Wirksamkeit bei Fruchtbarkeitsstörungen und Euterentzündungen. Die Mittel dürfen jedoch nicht leichtfertig verabreicht werden, nach dem Motto, wenn es nicht hilft, dann schadet es auch nicht. Man kann mit homöopathischen Arzneimitteln auch, also ein Tier zum Beispiel oder ein Organismus in eine Arzneimittelprüfung bringen. Das heißt praktisch, dass die Symptome sich verstärken oder sich erst so richtig also durch ein Arzneimittel ausbilden. Also man muss schon, also auch mit der Homöopathie ist Vorsicht geboten. Die Homöopathie hat auch ihre Grenzen, etwa bei schweren bakteriellen Entzündungen. Man braucht einen Tierarzt ganz sicher und wir müssen oft wieder reden. Aber man kann schon sagen, in gewissen Sachen reifen wir einfach nicht mehr, nimmt man das. Aber man hat akute Sachen sein oder Sachen, wo man sich nicht selber auskennt, da braucht es einfach, da braucht es die Schulmedizin und da braucht es einen Tierarzt nicht. Besonders Pferde und Kühe, aber auch andere Nutz- und Haustiere sprechen auf die Homöopathie gut an. Viele Tierärzte nutzen sie deshalb ergänzend. Es gibt immer mehr Kollegen, aber auch Tierhalter, die sich an homöopathische Arzneimittel wenden. Chancen sehe ich insofern, dass die Homöopathie wirklich von Leuten betrieben wird, die sich damit auskennen. 10 homöopathische Mittel sind inzwischen in Italien amtlich registrierte Arzneimittel für Tiere. Der Tierarzt muss sie verschreiben und bei Verwendung muss der Bauer sie in das Tierregister eintragen. Was von unserer Seite als sehr positiv empfunden wird, ist eben der Griff zum homöopathischen Arzneimittel stellt für die öffentliche Gesundheit eigentlich ein kleineres oder ein geringeres Risiko dar als der Griff zu einer übereilten Antibiotikatherapie. Die Familie vom Gast Reinhof war anfangs skeptisch, doch nun will sie dranbleiben an der Homöopathie. Der ganzheitliche Zugang und die Beschäftigung mit dem Wohl ihrer Tiere hat sie darin bestärkt. Ja, das war der monatliche TV-Blick auf unser lebendiges Land und Leben. Wir sehen einander wieder in einem Monat am 13. Juli. Ich bedanke mich für Ihr Interesse, wünsche Ihnen eine gute Zeit. Auf Wiedersehen.